Meine Lieben, willkommen zu Sons of the Forest. Wir drehen durch, wir sind in Hype. Bleibt da mega gerne dabei mit einem Abo und einem Like. Nicht verpassen, abonniert den Kanal. Aber, wir haben viele Sachen, um die es gehen soll, ja? Viele Sachen, die wir besprechen sollen. Hallo YouTube, so ist es. Das war das Outro zum Intro, mashallah. Und mich nervt gerade dezent ein bisschen diese aggressive Musik, denn wir wollen ja cool bleiben und wir wollen ein paar Sachen für euch besprechen. Und zwar unter anderem, ja, die Systemanforderungen, was muss unser PC können, kann ich das überhaupt spielen? Und ist es auf der Konsole spielbar? Nein, momentan ist keine Konsolenversion verfügbar. Weder auf der Xbox noch auf der PS5. Es ist ein Early Access PC exklusiv. Also momentan PC, ja, während der Entwicklung wird es auch irgendwann für PS5, Xbox Series X und so weiter verfügbar sein. PlayStation 4, Switch, weiß ich nicht. Switch wird wahrscheinlich irgendwann 2045 sein. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Chat ist auf jeden Fall am Start, wenn ihr mitmachen wollt und das Video jetzt vorher seht, guckt einfach unten mal im Discord. Discord-Link ist drin. Und wenn ihr nichts verpassen wollt zu Sons of the Forest und eine geile gemeinsame Zeit mit uns haben wollt, kommt dran, morgen bin ich noch geiler verkleidet als heute. So, kommen wir zu der Systemanforderungskette. Die Mindesterforderung ist mindestens, ja, Windows 10 64-Bit, einen Intel Core i5 solltet ihr haben oder einen AMD Ryzen 3, also 3er Serie 3000, 3000X zum Beispiel. Arbeitsspeicher sollte so um die 12 GB RAM sein und mit einer GeForce 1000er 3 GB oder eine Radeon RX mit 4 GB 570 seid ihr da gut beraten. DirectX Version 11, das sollte da sein und das Game ist 20 GB groß. Das ist so mindestens. Empfohlen ist da ein bisschen mehr. Da solltet ihr schon mindestens einen i-Core 7 haben oder einen AMD 5 Ryzen mit 16 GB. Das sollte schon machbar sein. Und eine 1080 Ti oder AMD Radeon 5700 XT. Auch da 20 GB Größe bleibt gleich, ist ja klar. Ihr solltet schon, würde ich behaupten, mindestens empfohlen sein. Gerade jetzt in den Early Access Bereich kann es natürlich sein, dass ihr viele Glitches, Bugs und so weiter habt und die Performance sowieso generell nicht stabil läuft. Und kommt alle zu Twitch, ja, Ehrenmann. Liebe geht raus, das ist schon geschrieben. Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Schaut euch auf jeden Fall mein 5 Tipps und Tricks Video an, um die erste Nacht zu überleben. Da sind ein paar essentielle Sachen drin, die ihr gar nicht auf den ersten Blick seht. Und da machen die Jungs schon mal ein bisschen Eigenwerbung. By the way, wir haben natürlich auch noch einen geilen Energy. Wenn ihr den haben wollt, kommt in Discord rein. Dann könnt ihr auf jeden Fall euch mal einen abgraben. Und wir haben bei uns im Stream ein mega geiles Gewinnspiel. Wir haben nämlich God of War Ragnarok aus eigener Tasche als kleiner Streamer, ja. Und die Frau, die wir da sehen, die dreibeinige Tänzerin, können wir benutzen und zu putzen. Steam-Guthaben. Ja, was kann ich euch noch sagen? Auf jeden Fall wichtigster Tipp ist, helft Kevin, ja? Kelvin Klein ist euer Mann für alles, der Exodat, der leider beim Absturz top geworden ist. Und da solltet ihr auf jeden Fall am Start sein. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, kommt dran. Release ist um 19 Uhr auf Steam. Die offizielle Zeit, dann werden Server freigeschaltet. Und wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Ich bin es, euer Vince Jordan, immer für euch da. Und Liebe geht raus. Küsschen.